Einen wunderschönen guten Abend. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Lüneburg im Kurpark. Ein Science Slam ist, wie gesagt, ein Wettbewerb, bei dem meistens sind es junge Menschen, junge Forscherinnen und Forscher, die Ergüsse ihrer Forschung präsentieren. Und jetzt möchte ich bitte auch nochmal einen 10-Punkte-Applaus für mein Thema, die gemeinsame Agrarpolitik. Cool. Wenn ihr jetzt schon so begeistert vom Thema seid, kann ich auch eigentlich von der Bühne gehen. Es soll so präsentiert werden, dass es unterhaltsam ist, dass es vielleicht auch mal Spaß macht. Man kann auch mal da sitzen und sagen, haha, witzig. So, I have hamsters, they're not on fire. Contrary to what it might look like, the hamster on the right isn't dead, it's resting in a nice sustainable way. The second point I want to make is I see a number of my students in the audience and I just want you to consider that I haven't yet marked your essays, so when you're applauding, bear that in mind. What do we want our landscapes to look like in the end? What do we want the food to look like? What do we want the biodiversity to look like? We often talk about endpoints. And I argue, okay, so it's not enough to share our beliefs and values of what we want our food system to look like. We need to share beliefs and values of how we are getting there. Ohne den Hefepilz würde unser aller Grundnahrungsmittel gar nicht existieren. Bier. Oder auch Brot. Genau. Nee, es gibt super viele Speisepilzearten, aber auch als Fleischersatz fungieren Fungi sehr gut. Sorry, das musste sein. Ja, selbstverständlich. Haben Sie uns wieder die gute Belana mitgebracht? Oh ja, wird ganz viele zu jem. Ja, aber die sind ja viel zu klein. Oh, ja, Mensch, aber sie weiden doch. Die Dürre, die letzten 2 Jahre. Wir haben gar keinen Regen. Und nun sind die Arten mit Blumen. Ja, aber Sie wissen doch, der deutsche Bundesbürger wünscht seine Pommes mindestens 8 cm lang. Das sind nicht mal 4. Praxistipps. VeganerInnen, wann habt ihr die besten Chancen auf ein veganes Hauptgericht in der Mensa? Aus irgendeinem Grund ist es mittwochs. Und dann Donnerstag, Freitag gibt es wahrscheinlich oft noch die Reste vom Mittwoch. Stellt euch vor, ihr steht in einem Wald. Ihr fühlt den weichen Boden unter euren Füßen, aber ihr seid nicht umgeben von Buchen. Nein, da steht ein Apfelbaum neben dir, dahinter eine Kirsche, eine Birne, eine Pflaume. Da hinten stehen Esskastanien, Mirabellen, Zwetschgen und eine Walnuss. Meine Damen und Herren, der Sieger des zweiten Science Slams hier in Lüneburg, organisiert von Janun, ist niemand geringerer als Vitus Lehner, meine Damen und Herren. Großer Applaus!